Im Starnberger Westen wird eine 7 Kilometer lange Umgehungsstraße gebaut, um das starke Verkehrsaufkommen durch Starnberg zu vermindern. Die Firma Strommer Tiefbau aus Schongau, eine Tochtergesellschaft von Richard Schulz, einem führenden deutschen Bauunternehmen, erhielt den Auftrag. Es mussten 200.000 Kubikmeter Erde bewegt werden. Bevor die 30.000 Tonnen Asphaltmischgut eingebaut wurden, kamen hier die neuen Sterplattenverdichter SBV80HC4, angebaut an einen John Deere Traktor 6250R mit stufenlosem Fahrantrieb zum Einsatz, um die 50.000 Tonnen Frostschutzschichten zu verdichten. Auch hier zeigte sich wieder einmal die totale Überlegenheit der Steererfindung gegenüber herkömmlichen Verdichtungsgeräten. Verdichtungsergebnisse werden außerdem noch über eine zusätzliche Wasserberieselung enorm verbessert, um einen zum Verdichten optimalen Wassergehalt zu erreichen. Dadurch erfolgt eine bessere Verlagerung der Kornstruktur. Der Tank wird an der Fronthydraulik des Traktors angebracht. Über eine von Steer entwickelte, hydraulisch einstellbare Hochdruckwasserpumpe wird nur so viel Wasser in Breite und Menge aufgebracht, wie benötigt wird. Bei einer Arbeitsbreite von knapp 3 Metern und einer Schütthöhe von 30 cm wurden Flächenleistung und Verdichtungsergebnisse mit nur einem Übergang mehr als gefordert erreicht. Wuchtkräfte von 4 x 80 kN, eine hohe Schwingungsfrequenz von 70 Hertz, die ca. doppelt so hoch ist wie die Eigenschwingungsfrequenz des Bodens, sorgen dafür, dass meistens nur mit einem Verdichtungsübergang die geforderten Verdichtungswerte erreicht werden. Dadurch gibt es keine Entmischung des Bodens, da die zum Verdichten wichtige Kornabstufung erhalten bleibt. Über einen einfach zu bedienenden Bordcomputer, auch eine Steererfindung, bekommt der Fahrer die Informationen des Verdichtungsvorganges, Schwingungsfrequenz und Fahrgeschwindigkeit auf einem übersichtlichen Farbdisplay in der Kabine angezeigt. Durch den Einsatz des Steerplattenverdichters konnte der Bauablauf enorm verkürzt und somit auch die vom Auftraggeber vorgegebenen Termine eingehalten werden. Als Erweiterung der innovativen Steerverdichtungstechnik steht ab sofort eine neue Entwicklung zur Verfügung. Mit einer flächendeckenden Verdichtungskontrolle kann der Verdichtungsgrad, die exakte Geräteposition über GPS genauestens dokumentiert, aufgezeichnet und mittels Datenübertragung in Echtzeit übermittelt werden. Auch mit diesem System in Verbindung mit Steerplattenverdichtern ist man wieder einmal weltweit allen anderen voraus. Weitere innovative Steerideen finden Sie unter www.steer.com und Videos unserer Maschinen im Praxiseinsatz unter www.steer.tv.